Bei der Ankunft der Mannschaft des FC Bayern München am Käferzelt beim alljährlichen Wiesnbesuch ist die Stimmung schon sehr gut. In den kommenden Stunden wird sie wahrscheinlich noch etwas besser werden. Meine Frage deshalb an den Sportdirektor des FC Bayern München, Hasan Salihamidžić. Hasan, wie wichtig ist so ein Wiesnbesuch auch oder vielleicht sogar gerade nach einem sicher alles in allem enttäuschenden 2:2 gegen Wolfsburg und auch im Hinblick auf das, was kommt am Mittwoch in Paris in der Champions League? Ja, dass wir natürlich nicht glücklich sind mit dem Ergebnis gestern, das ist klar, dass wir auch nicht gut gespielt haben, wissen wir auch, machen uns natürlich auch darüber Gedanken, warum das auch passiert ist, werden das auch in den nächsten Tagen analysieren, aber Wiesn ist natürlich Tradition, ich stehe auch auf Traditionen und es ist natürlich auch wichtig für die Spieler, dass die auch mal Kopf frei kriegen können bei diesem Programm, was wir haben und konzentrieren uns aber morgen voll auf Paris, ist klar. Also eine stimmungsvolle Wiesn euch allen. Mein Tipp, Wolfsburg einfach wegspülen. Viel Spaß. Danke. Danke. Weitere Stimmen und Stimmungsbilder vom Wiesnbesuch der Bayern im Käferzelt, eingefangen von Klaus Eicher. Fürs Teambuilding ist ja die Maßnahme heute nicht schlecht. Wunderbare Tradition. Leider haben wir heute natürlich nicht die besten Voraussetzungen, wenn man am Tag vorher nicht gewinnt. Es ist natürlich immer ein kleiner Wermutstropfen. Aber man muss das für ein paar Stunden einfach ausklammern. Und nächste Woche geht es wieder weiter. Die 4-9. Alle in Lederhosen. Wer ist da die Nummer 1? Beim Singen war es ja, glaube ich, Hammes. Definitiv Sebastian Rudi. Also wenn du dem eine Trompete in die Hand drückst, denkt man, der ist ein eingebürgerter Bayer. Aber in meinen Augen ist es Sippi Rudi. Ouais, c'est super, ça me plaît, c'est magnifique. On est tous beaux tous ensemble. Donc voilà. Na ja, schön und wir sind süß und das ist super.